Für Ablagerungen an Injektoren kommen im Alltag eines Autos eine ganze Menge Gründe zusammen. Steigende Bioanteile im Kraftstoff, dauernde Kurzstrecken, naja, und wer weiß schon, was er wirklich tankt. Ablagerungen an Injektoren gehören zu den häufigsten Gründen für Autoreparaturen. Und das wissen nicht nur wir von TUNAB. Bei den Injektoren unterscheiden wir zwischen Magnetventil und zwischen Piezo-Injektoren. Beide haben eins gemeinsam, es sind hochbelastete, hochpräzise Komponenten. Die bewegten Teile darin, die bewegen sich im Bereich von wenigen Millionstelsekunden hin und her. Die Führungsspiele, sagt der Fachmann, oder der Platz zwischen den bewegten Teilen ist ein Millionstel Meter oder ein Tausendstel Millimeter. Da passt kein menschliches Haar dazwischen, das ist 30 Mal so dick. Und wenn da eine Ablagerung oder eine Verunreinigung hineinkommt, dann ist der Injektor sehr schnell gestört. Hier an der Universität Bayreuth arbeiten wir gemeinsam mit der Fraunhofer Gesellschaft und der Handwerkskammer in Bayreuth an anderen Lösungen und kostengünstigeren Lösungen für den Autofahrer, die den teuren Teiletausch gerade hochwertiger Komponenten vielleicht vermeiden helfen. Möglichkeiten sind, dass man nicht nur neue Ersatzteile einbaut, sondern Austauschteile, wie wir das kennen vom Austauschmotoren oder vom Austauschlichtmaschinen und Anlassergeschäft. Andere Möglichkeiten, dass wir in der Werkstatt selbst vielleicht mit Reinigungsmethoden den Injektor retten können, mit oder ohne Ausbau, die stehen da auch im Fokus. Das Ganze ist im Kontext eines Projektes Kraftfahrzeugservice im Jahr 2020, das wir im Auftrag des Bayerischen Wirtschaftsministeriums hier bearbeiten. Der Injektor ist eines der 10 spannendsten Teile im Fahrzeug von heute und morgen. TUNAB ist als Projektpartner an der Universität Bayreuth mit dabei, weil wir schon heute dafür eine Lösung haben. Und wie die aussieht, das zeigt uns jetzt mein Kollege Thorsten Krause. An diesem Fahrzeug wurde noch nie etwas vorbeugend zum Schutz des Injektors eingesetzt. Deshalb hat dieses Fahrzeug Startprobleme und einen unrunden Leerlauf. Hier kommt der TUNAB Injektor-Intensivreiniger zum Einsatz. Am Modell des Injektors sieht man sehr schön, dass selbst geringe Mengen an Verschmutzung ausreichen, um dieses Präzisionsbauteil zum Ausfall zu bringen. Durch diesen engen Spalt zwischen Düsennadel und Düsenkörper muss der gesamte Kraftstoff durchfließen. Am neuen Injektor wird der Kraftstoff perfekt vernebelt. Volle Leistung, niedriger Kraftstoffverbrauch. Im Laufe der Zeit werden durch die Beimischung von Biokomponenten Ablagerungen gebildet, die den Kraftstoff fürs hemmen und die dafür sorgen, dass der Kraftstoff nicht mehr optimal vernebelt wird. Folge: Leistungsmangel und hoher Kraftstoffverbrauch. Die innovative RUA2-Technologie entfernt den Schmutz nachhaltig und sorgt dafür, dass der Kraftstoff wieder fein vernebelt wird und wieder volle Leistung und niedriger Kraftstoffverbrauch wie zum Beginn zur Verfügung stehen. Mit dem TUNAB Injektor Intensivreiniger haben wir die Injektoren auf Neuwagenniveau abgereinigt. Um diesen Aufwand künftig zu vermeiden, müssen Sie regelmäßig TUNAB 984 Injektordirektschutz einsetzen. Einwandfrei funktionierende Injektoren sind entscheidend für die Motorleistung eines Kraftfahrzeugs. Und Risiken gibt es genug. Wussten Sie, dass ein Viertel aller Kraftstoffe, die in Deutschland angeboten werden, nicht in der Norm liegen? Ab sofort haben Sie gegen Ablagerungen in Injektoren für jedes Fahrzeugalter genau die richtige Lösung. Mit dem TUNAB Injektorschutzprogramm. Bestimmte Fahrprofile, immer komplexer werdendere Motoren und immer mehr Bio im Kraftstoff. Das bedeutet, Ablagerungen an Injektoren lassen sich nicht verhindern. Werden Sie zum Injektorschützer und machen Sie die Reinigung der Injektoren in Ihrer Werkstatt zum Standard. Die von TUNAB entwickelte RUA2-Technologie ist einzigartig und für Sie ganz einfach anzuwenden. Zum Schluss haben Sie eine fachmännische Reinigung der Injektoren. Und das schafft auch zufriedene Kunden, denn Ihre Kunden haben in Zukunft weniger Emissionen, weniger Reparaturen und vor allen Dingen einen geringeren Spritverbrauch. Und falls Sie das auch mit Ihren Kunden mitgeben möchten, das Ganze hat jetzt auch eine Kindersicherung.